In Deutschland sterben immer mehr Menschen an Heroin und an starken Schmerzmitteln wie Fentanyl. Wir wollten wissen, wie hängen diese Stoffe zusammen? Wie leicht kommt man an sie ran? Und wie groß ist das Problem hier bei uns? Wir haben in Tschechien der Online-Rezeptmafia nachgespürt und sind quer durch Deutschland gereist, um Antworten auf unsere Fragen zu finden. Der Wirkungsmechanismus von Heroin und Fentanyl ist genau derselbe. Der große Unterschied ist einfach die Anwendung. In den letzten Jahren, muss man sagen, ist der Umsatz von Schmerzmitteln sehr stark angestiegen. Man sieht das vor allen Dingen bei den stark wirksamen Mitteln. Auch professionelle Verbrechersyndikate haben den Milliardenhandel mit Medikamenten für sich entdeckt. Die Zollfahnder sind alarmiert. Wir haben einfach festgestellt, dass die Gewinnmargen im Bereich der Arzneimittel teilweise deutlich höher liegen als die der Betäubungsmittelkriminalität. Dieser Stoff scheint besonders gefährlich zu sein. Da haben wir allein in den letzten Wochen mehrere Todesfälle gehabt. Das Schmerzmittelproblem weitet sich aus. Betroffen sind längst nicht mehr nur die Drogensüchtigen von der Straße. Wir haben mit Abhängigen gesprochen, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Martin L., erfolgreicher Unternehmer, genug Geld, glücklich verheiratet mit seiner ersten großen Liebe. Das Fläschchen Codein wurde Martin L. vom Arzt verschrieben und so zu seiner Einstiegsdroge. Die reinen Junkies, wie das so schön heißt, die sich wirklich wegschießen wollen, das ist die Minderheit. Und die fallen auch auf, weil sie in der Öffentlichkeit auftreten im Prinzip. Ne? Im Gegensatz zu den Schmerzmitteln, die von den Ärzten verschrieben werden. Ich habe eine Grippe gehabt und habe dann mir ein Hustenmittel aufschreiben lassen. Und habe gemerkt, dass das beruhigend wirkt. Und habe das dann immer wieder aufschreiben lassen und in größeren Mengen dann. Die Krankenkasse hat es nicht mehr bezahlt, das heißt, ich muss es selbst bezahlen, was dann 100 Euro ungefähr am Tag waren. Das ging dann so weit, dass ich so bis zu 3 Flaschen am Tag davon getrunken habe. Wobei im Normalfall davon 30 Tropfen üblich sind. Also dass das so solche Konsequenzen hat, wie es gehabt hat, das habe ich auch nie für möglich gehalten. Ich habe gedacht, wenn es dann mal so weit ist, dann kann ich das von heute auf morgen bleiben lassen. Zum Schluss habe ich dann von mir aus gesagt, ich breche das ab. Und der Körper hat ja entsprechend reagiert dann. Ne? Ich bin total zusammengeklappt und dann ja auch im Koma gelandet letzten Endes. Ne? Also Codein ist ja auch ein äußerst hartes Rauschmittel im Prinzip. Dass das so verschrieben wird in dieser Form und dann vor allen Dingen in den Mengen, das ist ein... Nicht zu glauben ist das nicht. Ne? Wenn das mit den Ärzten nicht mehr geklappt hätte, dann hätte ich auch mal eine Shoppingtour nach Polen gemacht. Da gibt es sowas ohne Rezept und ohne irgendwelchen großen Aufwand. Ne? Es gibt viele Martin Els in Deutschland. 1,1 Millionen Menschen nehmen nach Schätzungen von Experten täglich Opioide. Es werden immer mehr und viele bleiben darauf hängen. Die Stoffe heißen Tramadol, Fentanyl oder Codein. Manche der Substanzen machen abhängig wie Heroin und sind dem illegalen Rauschgift in seiner Wirkungsweise sehr ähnlich. Heroin ist das Endprodukt einer Synthetisierung, die mit Rohopium aus Schlafmohn beginnt. Das Opium wird zu Morphin und anschließend zu Heroin weiterverarbeitet. Opioide sind Stoffe mit morphinartiger Wirkungsweise, die immer häufiger als Schmerzmittel eingesetzt werden. All diese Stoffe funktionieren im Körper ähnlich und docken an den Opioidrezeptoren im Nervensystem an. Die Wirkung beim Menschen? Euphorisierend, beruhigend, vor allem überaus schmerzstillend. Effekte, die auch für die medizinische Behandlung von schwerstkranken Menschen wie Tumorpatienten von großem Nutzen sind. Doch auch das Abhängigkeits- und Missbrauchpotenzial ist bei vielen Opioiden ähnlich extrem wie bei Heroin. Ebenso die Gefahr einer Überdosierung. Die ist im Vergleich zu Heroin bei einigen Schmerzmitteln sogar noch um ein Vielfaches höher. Denn das Straßenheroin enthält maximal 15%, manchmal nur 3% des eigentlichen Wirkstoffs Diacetylmorphin. Der Rest sind Streckmittel. Die in Deutschland meist verschriebenen Schmerzmittel aus der Gruppe der starken Opioide sind da um einiges potenter.
Die schmerzstillende Wirkung von Fentanyl ist bis zu 50-fach höher als bei Heroin. Kommt es zu Fehlern bei der Verabreichung oder nimmt der Konsument zu viel des Wirkstoffs ein, sind die Folgen gravierend. Atemdepression, Herz-Kreislauf-Stillstand, Tod. Wie leicht kommt man in Deutschland an diese Mittel? Viele besorgen sich Opioide in legalen oder illegalen Online-Apotheken. Wir machen den Selbstversuch. Gelangen wir, ohne mit einem Arzt gesprochen zu haben, an das rezeptpflichtige Tramadol, ein Opioid, das in Europa jährlich bei Hunderten von Todesfällen eine Rolle spielt? Wir haben es auf einer probiert, die ist bei Google sehr hoch gelistet. Wir haben dann auf dieser Seite das stärkste Schmerzmittel bestellt, was wir bekommen konnten. Man füllt einen Online-Anamnesebogen aus. Dieser Anamnesebogen wird dann an einen Arzt geschickt, den man vorher nie gesehen hat. In unserem Fall war es ein angeblich rumänischer Arzt, der seine Praxis in Prag hat. Dieser Arzt zeichnet dann das Rezept ab und schickt das Rezept wieder zurück an die Online-Apotheke. Diese wiederum reicht das Rezept dann weiter an eine deutsche Partnerapotheke, die den Stoff dann an den Kunden liefert. Wir haben den Weg mal zurückverfolgt und sind in diese Apotheke gefahren und wollten wissen, warum wir denn diesen Stoff so leicht bekommen haben. Der Besitzer hatte jedoch keine Lust, sich vor der Kamera zu äußern. Per E-Mail gab er dann Auskunft, dass er sich im Recht sieht und auch keine ethischen Bedenken hat. Noch problematischer, muss man sagen, hat aber der Arzt gehandelt. Dieser Arzt scheint wirklich zu existieren. Laut rumänischer Ärztekammer hat er eine Zulassung und darf als Allgemeinmediziner praktizieren. Wir haben dann versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Er hat nicht geantwortet, also haben wir kurzerhand beschlossen, nach Prag zu fliegen, um ihn aufzusuchen. Hello. And do you know this doctor? Yeah, this is the right address. Okay. Here is where I'm near it. So is there a doctor in this building? Do you know if there is a doctor? I don't know, maybe upstairs. Hello. Hello, hi, how can I help you? I'm looking for my doctor, he's called Claudio. Do you know him? Wow, I don't know him. Ooh. Oh, sorry. Because we were asking all around and nobody in this building knows him, but it's the right address, right? Yeah, it is, VM8. Wir sind im Endeffekt durchs ganze Haus gegangen. Keiner der Anwesenden hat jemals von diesem Arzt gehört oder ihn je zu Gesicht bekommen. Also ist stark zu bezweifeln, dass dieser Mann unter diesem Namen dort eine Praxis betreibt. Bei diesen ganzen Stoffen, die man im Internet sich besorgt, im Endeffekt ist es russisch Roulette, weil man nicht weiß, was da drin steckt. Wir wollten aber genau wissen, was da drin steckt und sind deswegen ins Labor gefahren. Das Tramadol, was wir untersucht haben, dabei handelt es sich ziemlich sicher um ein ganz normales pharmazeutisches Produkt. Da gibt es also keine Anhaltspunkte, dass damit irgendwas nicht in Ordnung wäre. Ja, die Gefährlichkeit von solchen Stoffen einzuschätzen ist natürlich immer ein schwieriges Unterfangen. Grundsätzlich ist Tramadol ein Opioid. Es kann auch eine Abhängigkeit verursachen, das ist ganz klar. Dieses Potenzial scheint aber im Verhältnis zu anderen Opiaten, Opioiden eher gering ausgeprägt zu sein. Deswegen hat man sich eben entschieden, Tramadol nicht als Betäubungsmittel anzusehen und insofern kann es auch relativ leicht verschrieben werden als gut wirksames Schmerzmittel. Bei missbräuchlicher Anwendung ist es ja oft so, dass viele Substanzen gleichzeitig eingenommen wird. Oft spielt Alkohol auch noch eine große Rolle und dann kann es natürlich gefährlich werden, weil sich die Wirkungen teilweise gegenseitig verstärken und dann eine Atemdepression eben auch so stark werden kann, dass es tödlich endet zum Beispiel. Der Onlinehandel mit Arzneimitteln boomt. Auch die organisierte Kriminalität hat das Milliardengeschäft mit Medikamenten für sich entdeckt. Im Ruhrgebiet treffen wir Ruth Haliti von der Zollfahndung Essen. 2015 ist den Fahndern ein Rekordfund gelungen. 3,5 Millionen illegale Tabletten, Marktwert 14 Millionen Euro. Geschmuggelt in Containerschiffen oder im Laderaum von Flugzeugen gelangten die in Indien hergestellten Medikamente nach Deutschland. Astronomische Gewinnmargen locken Kriminelle an. Ein
eine Pille herzustellen kostet unter 10 Cent, manchmal unter 50 Cent. Und der Verkauf der einzelnen Tablette liegt bei über 10 Euro, 12 Euro, 15 Euro. Insofern macht Arzneimittelkriminalität aus dem Bereich der Gewinnmaximierung natürlich deutlich Sinn, aber auf Kosten der Verbraucher. Es sieht so aus, als würden die Menschen der Einfachheit halber den Klick im Netz machen und kurz ihre Kreditkarte zu zücken, um Medikamente zu bestellen. Sie wissen nicht, unter welchen hygienischen Bedingungen die Medikamente hergestellt werden. Sie wissen nicht um die Dosierung. Die Gefahr, die von illegalen Arzneimitteln grundsätzlich ausgeht, ist eigentlich nicht zu kalkulieren. Wenn Sie Glück haben, ist ein Produkt sehr, sehr gering dosiert und es passiert Ihnen wenig. Es kann aber auch passieren, wie bereits auch in Europa aufgefallen, dass Produkte so hoch dosiert sind, dass sie nach einer Woche tödlich sind. Bei unserer Suche nach Opioiden stoßen wir auch auf Stoffe, die sogar noch gefährlicher sind als Tramadol. Substanzen, die Furanylfentanyl heißen oder U47700. Schon kleine Mengen können zum Tod führen. Wir versuchen, auch an diese starken Designer-Opioide zu kommen. Furanylfentanyl, das ist ein Fentanyl-Derivat, eine leichte Abwandlung davon. Das ist ein Stoff, der in Reinform noch um einiges potenter und auch gefährlicher als Heroin ist und als Research Chemical oder Legal High vertrieben wird. Dieses Furanylfentanyl konnte man auf einer ganz normalen, öffentlich zugänglichen Website ordern, und zwar völlig rezeptfrei, und hatte das dann auch einige Tage später im Briefkasten. Dem Konsum eines solchen Produktes müsste man ganz stark abraten. Es ist tatsächlich Furanyl, Fentanyl enthalten. Oft sind es Reinsubstanzen, die man hier im Internet angeboten bekommt. Da reichen dann wirklich schon sehr, sehr kleine Mengen. Die können dann tatsächlich auch schon tödliche Nebenwirkungen haben. Also hier haben wir U47700. Das ist ein relativ neues Designer-Opioid, was jetzt auf dem Markt angeboten wird. Dieser Stoff scheint also besonders gefährlich zu sein. Da haben wir allein in den letzten Wochen mehrere Todesfälle gehabt. Die niedrigen Preise sind tatsächlich ein großes Problem und machen diese Stoffe, die ja wirklich sehr gefährlich sind, zum Teil für Konsumenten eben attraktiv, weil sie wesentlich billiger sind als die klassischen illegalen Drogen, die man ersetzen kann durch diese Stoffe. Natürlich sind Stoffe wie Fentanyl und auch Morphin oder das daraus hergestellte Heroin Stoffe, die medizinisch angewendet werden können und es in vielen Ländern ja auch werden. Und auf der anderen Seite hat man eine ganze Menge neuer Drogen, die in ständig neuen Varianten übers Internet angeboten werden, die zum Teil gefährlicher sind als die Stoffe, die schon Betäubungsmittel sind. Und die sind nach bisheriger Gesetzeslage eben nicht verboten. Schmerzmittel, die stärker wirken als Heroin. Tatsächlich ist die Wirkungsweise von Opioiden und Opiaten sehr ähnlich. Viele Experten befürchten, dass die Schmerzmittelnutzer von heute die Heroinsüchtigen von morgen sein könnten. Egal ob illegal besorgt oder legal verschrieben vom Arzt. In vielen Ländern verläuft die Grenze zwischen Schmerzmitteln und Straßendrogen wie Heroin fließend. Zum Beispiel in den USA. Hier ist bereits das eingetreten, wovor man sich in Deutschland fürchtet. Die US-Regierung spricht von der tödlichsten Drogenepidemie in der amerikanischen Geschichte. Mittlerweile sterben dort mehr Menschen an einer Drogen- und Arzneimittelüberdosis als bei Verkehrsunfällen. Die allermeisten an Heroin- und Opioiden-Schmerzmitteln. Opioide als Einstiegsdroge für härteren Stoff. In den USA ist das bereits bittere Realität. In fact, 4 in 5 heroin users, new heroin users, started out by misusing prescription drugs. Then they switched to heroin. So this really is a gateway drug. Vor allem die Pharmaindustrie profitiert von der Verschreibungswut der Ärzte und dem leichten Zugang zu Opioiden. Der Sackler-Clan, Hersteller des Schmerzmittels Oxycontin, zählt seit neuestem zu den 20 reichsten US-Familien. Der Handel mit dem legalen Heroin entwickelt sich zum Riesengeschäft. Und das nicht nur in den USA. Wie nah sind sich Opioide und Heroin? Wir besuchen das Drop-In in Hamburg, St. Georg. Hier werden unter Aufsicht harte Drogen wie Heroin genommen. Die Konsumenten heißen hier Klienten. Zwischen 300 und 400 sind es täglich. Der Heroinkonsum sei in den vergangenen Jahren angestiegen, sagen uns die Pfleger hier. Die Ursachen? Mehr Erstkonsumenten, mehr Rückfällige, mehr Abhängige aus Kulturkreisen, in denen Opiate fest in der Gesellschaft verankert sind.
Der Konsumraum ist eigentlich tabu. Doch für uns macht Pfleger Amadeus von der Oelsnitz eine Ausnahme. Er erklärt, wie der Konsum in der Einrichtung abläuft. Hinter der großen Glaswand ist der Rauchkonsumraum. Den haben wir abgetrennt von dem intravenösen Konsumraum, weil die Konsumformen sich sehr unterscheiden und einander belästigen. Vor allen Dingen der aufsteigende Dampf ist für viele schwer zu ertragen, vor allen Dingen für das Personal, das hier arbeitet. Also die Klientinnen und Klienten sagen, was sie konsumieren möchten und auf welche Art und Weise vor allem. Sie bekommen saubere Nadeln, saubere Spritzen, Ascorbinsäure und sauberes Wasser für den Konsum dieser Drogen. Die Drogen müssen sie natürlich selber mitbringen, das ist klar. Und das ist ja auch nach wie vor illegal, diese zu erwerben und zu besitzen. Nicht illegal ist der Konsum an sich in dieser geschützten Einrichtung. Wenn Sie aufgerufen sind, können Sie Platz nehmen und haben 20 bis 30 Minuten Zeit, diesem Konsum nachzugehen und müssen dann den Platz wieder freimachen für Nachfolgende. Im Drop-In erfahren wir, dass immer mehr Drogenabhängige neben Heroin auch starke Schmerzmittel wie Fentanyl konsumieren. Die Süchtigen fischen gebrauchte Fentanylpflaster aus dem Krankenhausmüll und lutschen sie aus. Oder sie kochen die Pflaster ein und spritzen sich den Wirkstoff direkt in die Venen. Die Reinheit der Stoffe ist von großer Bedeutung. Das Schädliche am Heroinkonsum ist vor allen Dingen, dass es illegal ist, weil das sozusagen den Markt öffnet für ein massiv gestrecktes Produkt, was die Klientinnen und Klienten zu sich nehmen und sich dadurch körperliche Schäden zuführen, die wäre das Produkt legal so nicht täten. Wir haben viele Abszesse, viele Infektionen, die die Menschen erleiden durch dieses stark gestreckte illegale Heroin. Natürlich hat Heroin auch, wenn es nicht illegal und rein wäre, schwierige Nebenwirkungen. Nämlich vor allem, dass es besonders und sehr schnell abhängig macht. Vor allem, dass es natürlich auch einen Menschen in einen Lebensumstand zwingt, den er schwierig selber noch in der Lage ist zu determinieren. Und das macht Heroin wie manche anderen legalen Opiate auch. Von der eigentlichen Pharmakologie ist Heroin schon die Droge, die besonders kickt. Aber wir haben eine Klientel, die eigentlich immer alles konsumiert, legalen Tabletten. Wir haben auch Klientinnen und Klienten, die diese Medikamente von Ärzten verschrieben bekommen haben. Und unter denen sind welche, die Verschreibungen erhalten haben, die nicht unbedingt in Einklang mit meinem Therapieverständnis stehen. Also es sind häufig exorbitante Mengen, die diese Klientinnen und Klienten konsumieren und verschrieben bekommen. Je stärker die Repressionspolitik ist, desto mehr ist die Klientel gezwungen auszuweichen auf andere Verfügbarkeiten. Daher war vermutlich auch der Ansturm oder der Bedarf, sich an Fentanyl zu halten. Fentanyl ist ein sehr hochpotentes, legales Opiat, was unsere Klientel zum Glück selten zur Verfügung hat. Und wenn, geht das häufig so aus, dass die tatsächlich Überdosierung erleiden und wir sie reanimieren müssen. Wir versuchen, unsere Klientel zu sensibilisieren für diese Droge und versuchen, ihnen klarzumachen, dass sie die Finger davon lassen sollen, weil sie so gefährlich ist, weil sie so viel gefährlicher ist als Heroin oder andere Opiate. Im Drop-In jagen die Abhängigen dem Rausch mit Hilfe illegaler Drogen nach. Martin L. befriedigte seine Opioidsucht ganz legal, auf Rezept. Er ist privat versichert, da stellten nur wenige Fragen, auch seine Ärzte nicht. Stattdessen werden Opioide in Deutschland so häufig verschrieben wie nie. Bei den Arzneimitteln, die wir als Betäubungsmittel beschreiben, das sind etwa 8 Millionen Packungen im Jahr, ist der Umsatz eigentlich dramatisch. Man hat gesehen vor 20 Jahren, dass die Menge der verordneten Mittel, der stark wirksamen Schmerzmittel, sich ja sehr in Grenzen hielt. Man hatte auch das Empfinden, und Studien haben das auch gezeigt, dass auch gerade Patientinnen und Patienten, die eine Schmerztherapie benötigen, also nehmen wir mal an, zum Beispiel die Onkologiepatienten, also die mit Krebserkrankungen, nicht gut versorgt waren. Das hat sich verändert, dramatisch verändert. Und das ist sicherlich ein Gesichtspunkt, nämlich zum Beispiel bei dem Fentanyl, dass dieser Wirkstoff besonders lukrativ ist, seit eben solche Pflaster angeboten werden und seit dieses Mittel dann auch dramatisch häufiger verordnet wird, als das früher der Fall war. Durch die stark angestiegenen Opioidverschreibungen wissen wir heute, dass etwa 80% aller Verschreibungen nicht für Tumorschmerzen verschrieben werden. Leitlinien für die Schmerzbehandlung sagen, die stark wirkenden Opioide nur für Tumorpatienten.
Wir wissen, dass das ein großer Teil der Patienten nur wegen schwerer Rückenschmerzen solche stark wirksamen Arzneimittel bekommt. Ich darf es mal ganz simpel sagen, die übliche Empfehlung bei Rückenschmerzen, auch bei schweren, ist eben Bewegung und nicht Schmerzmittel. Und das hilft, das weiß ich also nun auch als Pharmakologe von vielen Patienten, das hilft dann manchmal doch sehr viel besser. Was wir immer wieder hören, dass der Arzt nicht mit der niedrigen Dosis anfängt, sondern schon mit einer mittleren oder vielleicht sogar einer hohen, dass also schwerste Nebenwirkungen gibt. Das Gefährliche ist natürlich die Atemdepression und damit deren Schädigung. Die Gefahren, dass also wir eine Unterversorgung mit Opioiden haben, das würde ich sagen, das ist Vergangenheit. Ich würde eher meinen, dass wir für den Bereich der Nicht-Tumorschmerzen eine Überversorgung haben. Mittlerweile verordnen Ärzte in Deutschland dreimal so viel opioide Schmerzmittel wie noch vor 20 Jahren. 2015 waren es insgesamt 410 Millionen Tagesdosen. In Verschreibungen pro Sekunde klingt das so. An starke Arzneimittel kommt man in Deutschland zu leicht. Die Folge? Etwa 2,3 Millionen Menschen in Deutschland sind laut Bundesministerium für Gesundheit medikamentenabhängig. Und Suchtexperten befürchten, es könnte bald noch mehr Abhängige wie Martin L. geben. Ich habe dann letzten Endes 8 Ärzte gehabt, die mir dann in regelmäßigen Abständen 10er-Packs draufgeschrieben haben. 10,72 Euro pro Rezept, das war eine Einnahmequelle. Ne? Da ich privat versichert bin, konnte ich mir das bei den Ärzten problemlos besorgen. Ich glaube, wenn da mal irgendwann einer ein vernünftiges Gespräch mit mir geführt hätte, könnte ich mir denken, dass ich auch schon erst im Aufhören gekommen wäre. Also es ist ein grundsätzliches Problem, dass wir von den Medikamentenabhängigen kaum jemanden in den Entwöhnungskliniken haben. Das liegt daran, dass sie sich häufig gar nicht als abhängig begreifen, weil die Medikamente, von denen sie abhängig geworden sind, ja von Ärzten verschrieben worden sind. Und das, was der Arzt gemacht hat, kann ja nicht falsch sein. Und das ist ein Hauptproblem. Es bleiben ja häufig Patienten auf opiathaltigen Medikamenten hängen, die eben nicht nur ein chronisches Schmerzproblem haben, sondern die sozusagen nebenbei merken, oh, dieses Medikament entspannt mich. Das schafft mir Abstand zu meinen Problemen. Da komme ich mit beruflichem Stress besser klar, mit privatem Stress besser klar. Es war das Positive, dass man nicht nach Alkohol roch und auch Auto fahren konnte. Also das ist ein Medikament gewesen, was wirklich optimal war, weil es überhaupt nicht aufgefallen ist. Ne? Dass meine Frau heute noch zu mir steht, das liegt eigentlich wohl daran, schätze ich mal, dass wir schon durchschifft haben. Es war schon so, dass die Phasenweise es gemerkt hat, weil ich durch das Mittel auch Desinteresse an dem einen oder anderen hatte, also weil ich einfach dann auch müde war. Ich könnte mir vorstellen, dass das Problem von Abhängigkeiten von starken Schmerzmitteln mit Sicherheit zunehmen wird, weil wir den demografischen Wandel haben und damit auch mehr Erkrankungen kriegen, die mit chronischen Schmerzzuständen einhergehen. Wenn ich das hier höre, was Sie für Medikamente geschluckt haben und gekriegt haben, das ist ganz extrem. Also ich glaube, dass da auch die Dunkelziffer enorm hoch ist, also von den vielen, die da abhängig sind von. Ne? Und das ist genauso eine Sucht, die genauso schwer ist und genauso verbreitet ist wie der Alkoholismus. Da bin ich mir ganz sicher. Die Wartezimmer sind voll. Ne?